Willkommen zu New Super Mario Bros. 2, dem brandneuen Abenteuer für Nintendo 3DS, ein klassisches 2D-Mario. Und hier müssen wir jede Menge Münzen sammeln. Aber das werdet ihr gleich sehen. Wir beginnen mit der Story, die immer wieder simpel ist wie immer und immer aufs Gleiche hinausläuft. Aber hey, hier ist Peach noch in Sicherheit und ja, Mario und Luigi, die jetzt scheinbar noch die Tanukis verfügen von Super Mario 3D Land, haben jede Menge Spaß beim Münzen sammeln. Tja, aber man darf die Prinzessin keine Sekunde aus den Augen lassen, denn sie ist bereits wieder entführt von den Koopa Kids. Mario! Das darf doch nicht wahr sein und erneut müssen wir die Prinzessin retten. Was soll man noch großartig zur Story sagen? Ich sag am besten gar nichts mehr dazu. Und wir genießen die Level. Klassische 2D-Level, wie eben schon gesehen in New Super Mario Bros. DS. Oder auch New Super Mario Bros. Wii. Ja, und wenn man das so will, ist es schon 3 Jahre her seit dem letzten offiziellen New Super Mario Bros. Und auch hier gilt es wieder, in jedem Level 3 Sternmünzen zu angeln. Und auch diese Elemente von New Super Mario, Super Mario 3D Land, dass es zum Beispiel Blöcke gibt mit 3 Items drinne, oder die gestapelten Goombas, da wurde so manche Idee übernommen und es gibt viele neue Ideen. Hier haben wir mal so einen typischen Münzblock, der scheinbar nicht aufhören möchte und er hat jetzt ein neues Ende und zwar trägt Mario einen goldenen Helm und wenn er dann rennt, bekommt er besonders viele Münzen. Ich sehe den Helm aber eher als eine kleine Belastung, weil man muss nicht immer rennen und man sollte nicht immer rennen. Es ist nicht immer von Vorteil. Aber gut. Diese Sternmünze ist auch geschenkt und Gelddusche. Ja. Zu Zeiten der Finanzkrise herrscht im Pilzkönigreich unendliche Inflation. Ihr werdet schon noch sehen, was ich meine. Boom, boom, boom. Einfach nach unten halten. Und dann gibt's wieder den nächsten Helm. Ups. Und es geht nach unten weiter. Und hier gibt es... Das ist natürlich auch neu, diese Blöcke, die entweder 5, 10, 30 oder 50 Münzen ausspucken. Da kann man sein Geschick unter Beweis stellen. Ich glaube, man muss hier noch ein bisschen zurücklaufen, um in diese Röhre reinzukommen. Das ist immer ein bisschen fies. Na, 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 na. Aber hier ist der Goldhelm. Wirklich eine Hilfe. Ist jetzt leider schon wieder weg. Macht aber nichts. Hauptsache, wir haben alle Sternmünzen. Außerdem habe ich da noch was gesehen. Ist halt doof, wenn man nur einen Weg gehen kann, ne? Blub, 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 blub. Wir müssen 1 Million Münzen sammeln. Das ist unsere Aufgabe. Naja. Das wird aber nach der Zeit langweilig. Ich glaube, deswegen... Das werde ich nicht zeigen, die 1 Million Münzen. Dafür soll es eine Belohnung geben, die laut einer Zeitschrift aber... Wie lame war das denn? Die laut einer Zeitschrift aber nicht sehr besonders ist, also eher enttäuschend. Da haben die sich wahrscheinlich hingesetzt und Tag und Nacht die Münzen gesammelt und dann... ...einen Bildschirm zu bekommen, ein Bild, ja. Ich weiß es nicht, wenn ihr wisst, was es für 1 Million Münzen gibt, obwohl es würde die anderen spoilern. Naja, lassen wir uns überraschen. Der 2. Level, wie gehabt, ein Höhlenlevel. Das kennt man doch von Mario Bros. Jetzt geht es um die Powerblöcke. Die verwandeln jetzt oftmals die normalen zerstörbaren Blöcke in Münzen um oder zerstören einfach alles. Auch hier wieder am Start. Chuck Norris. Sehr gut gemacht. Starcoin Number One. Wir werden einfach alles absuchen und dann werden wir schon finden, nach was wir suchen. So, schnell sein. Die am besten gleich mit der Feuerblume killen. Und dann hatten wir richtig schön Zugang zur 2. Sternmünze. Das geht heute richtig locker flockig hier. Tja, ja. Münzen bis zum Umfallen. Was würde wohl Wario zu diesem Spiel sagen?
Der weint wohl bitterlich, dass er hier nicht dabei sein darf. Zack. Und hier müssen wir scheinbar Feuerbälle reinspucken. Reinwerfen. Und bekommen einen Maxi-Pilz. Den gab es in New Super Mario Bros. DS. In der Wii-Version gab es ihn nicht. Und den brauchen wir. Denn am Ende ist eine Sternmünze versteckt, an die wir nicht so einfach rankommen. Gut, jetzt einfach zu zerstören war auch nicht das Gelbe vom Ei, aber hey. Das ist der Sinn dahinter. Ich aktiviere mal den Powerblocker, aber der wird nicht viel. Wir können halt hier weiter. Wir haben ja alle Sternmünzen. Das sind für mich die 100%. Die werden später auch nicht immer so einfach zu finden sein. Ja, leider können wir uns nicht mehr drehen in der Luft. Da hat man die Wii-Mod geschüttelt. Das kann man mit dem 3DS leider nicht machen. Aber unterm Strich muss man sagen, ein wirklich wunderbares, klassisches 2D-Mario. Ich habe mich immer gefragt, was war ausschlaggebend dafür, dass man dieses Spiel so münzverrückt gemacht hat. Vielleicht war es wirklich wegen der aktuellen Finanzkrise oder hat Nintendo gesagt, hier, Miyamoto, machen wir wieder ein Spiel, was ordentlich Geld in die Kassen bringt. Ja, macht einfach ein altes 2D-Mario, das bringt immer Geld. Oder, tja. Aber man muss sagen, in... Wow! Ich wollte nicht, dass der Goomba mich erwischt da. In den ersten NES-Marios, da hat man wirklich die Münzen noch gesammelt, damit man 100 zusammen hat und ein Leben hat. In Super Mario Bros. 1 und 3... Gerade in Teil 3 in meinem Let's Play könnt ihr das sehen. Aber dann ab Super Mario World hat man es eigentlich nicht mehr gebraucht. Ja, 50 geschafft hier. Ab Super Mario World gab es immer genug Leben in Yoshi's Island, Mario 64. Man hat nie die 100 Münzen gesammelt, damit man ein extra Leben bekommt. Ja gut, Mario Sunshine und Mario 64 sind wir jetzt mal was anderes. Da hat man ja die Shines dafür bekommen, aber... Die 2D-Marios. Wer sammelt da schon Münzen? Ach, da sind nur Münzen. Da brauchen wir gar nicht lang gehen. So nach dem Motto. Ihr kennt das doch selbst von euch selbst. Und das ist, glaube ich, auch so eine Initiative, dass man in diesem Spiel mal den Fokus auf die Münzen legt. Und ich finde es gut. Jetzt werden Münzen gesammelt. Wenn da ein Weg ist mit Münzen. Ey, das sind Münzen. Lass uns da lang gehen. Mario Number One. Und das ist, finde ich, wirklich sehr nice. Eine gute Idee. Man darf natürlich 2D-Marios nicht allzu viel verändern. Dass jetzt die Karte und die Musik fast gleich sind, das ist natürlich ein bisschen sehr basic. Und wir gehen in den Turm der ersten Welt. Der hat ein Secret Exit. Und hier gibt es wieder einen goldenen Helm. Umsonst. Und ihr seht schon neue Gegner, aber das sind alles Knochengegner. In den Türmen und Burgen gibt es jetzt nur noch Knochengegner. Ich nenne die jetzt einfach mal Knochengegner, weil es sind Knochentrocken und Knochengumbas und Knochenpiranhas. Keine große Bedrohung. Ups. Sie funktionieren eigentlich ganz genauso wie die lebendigen Varianten. Achtung, hier muss man links gehen, damit man an die Sternmünze kommt, wenn man nicht so doof ist wie ich. Ernsthaft, dieses grüne Zeug steht mir gerade im Weg. So. Das ist die erste und wir sind schon am Checkpoint. Woohoo! Jede Menge Tanuki-Blätter, fast schon zu viel für meinen Geschmack. So. Sehr gut. Und hier, ich glaube, das sieht man auch, gibt es einen geheimen Weg. Und der führt uns zum Secret Exit. Und falls ihr glaubt, die Kanonen sind dazu da, um euch in spätere Welten zu bomben, na, nicht ganz. Ups, das da, was ist denn? Na, 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 na. Aber wir werden jetzt gleich den Turm erstmal normal lösen und die verbleibenden Sternmünzen einkassieren. So sieht's aus, liebe Freunde, danach der modernen Unterhaltung.
Was sagt ihr denn eigentlich dazu, dass der Tanuki-Schwanz jetzt überall wieder auftaucht? Ich meine, er war jahrzehntelang verschollen und jetzt ist er wieder da. Tanuki-Schwänze für alle? Ne, ernsthaft. Findet ihr das eine gute Entwicklung oder ist es euch wurscht? Oder hättet ihr lieber ein neues Item? Neue Items gibt's in New Super Mario Bros. U für Wii U. Da gibt es Flughörnchen Mario. Ich glaube, damit kann man auch so einiges anstellen. Der gleitet halt wie Knuckles bei Sonic. Nachgemacht. Nee, das glaube ich nicht. So. Ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht mehr rein. Da in die rote Röhre, da müssen wir rein. Da gibt es jetzt nämlich die nächste Sternmünze. Man wird hier so ein bisschen verschaukelt. Man soll jetzt die blauen Münzen einsammeln, aber... Das ist wirklich nur Nebensache. Man muss sich beeilen, weil oben die Sternmünze, die verschwindet auch. Also wenn die Zeit abläuft, verschwinden nicht nur einfach hier die Münzblöcke, sondern die Sternmünze ist weg. Man könnte ja theoretisch da einfach hochfliegen. Die ist richtig weg. Also ihr müsst euch da beeilen. Ja, und generell, schreibt in die Kommentare, habt ihr das Spiel, wollt ihr euch noch kaufen? Und wenn ihr schon habt, was haltet ihr davon? Das war jetzt wirklich schlecht gemacht, aber egal. No risk, no fun. Das finde ich eine super Idee hier, dass das Schild runterfällt. Das Schild hat, sag ich mal, ein etwas lebendigeres Element darstellt. Und jetzt geht's durch die Boss-Tür. Wir haben alles im Turm gesehen. Also ich muss sagen, das Spiel ist richtig nice. Und Resnors vom SNES von Mario World. Die kann man aber ganz schnell erledigen. Nämlich genau so. Normalerweise auch ohne, dass wir getroffen werden. Es hat uns quasi zerquetscht. Es waren ja nur zwei. Coole Sonnenbrille übrigens. Er lebt immer noch in den 80ern. Ja, die haben sich seit den 80er Jahren nicht verändert. Allesamt. Mario, Peach, die Koopa Kids, jeder. So, wo habe ich denn? Ja, wir speichern mal eine Runde. Das findet auf dem unteren Bildschirm statt, deswegen nicht wundern, wenn der obere eingefroren ist. Wollen wir uns die Kanone mal anschauen? Die ist schwierig. Das ist ein richtiger Level. Da muss ich mich jetzt zusammenreißen und das konzentriert angehen, denn ich will es richtig lösen. Mal gucken! Dun, dun, dun. Ja, die roten Münzen will ich haben. Ah! Nein! Hat er mich erwischt. Ihr glaubt gar nicht, wie schwer das ist. Ich gebe ja ganz offen zu, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, ich bin an allen abgefailt vom Feinsten, ey. Bis zum Umfallen. Weil man halt wirklich, manchmal macht man einen Doppelsprung und manchmal anders und das ist... Geht auf keine Kuhhaut. Ich will das jetzt aber mit euch schaffen. Mit den roten Münzen! Nein! Warum? Im Gottes Namen. Erst lande ich vor dem und dann hinter dem. Ich nehme die Herausforderung an. Tja, und was erwartet uns am Ende? Ihr werdet sehen. Seid gespannt. Aber wir müssen es erstmal schaffen. Das kann noch ein Weilchen dauern. Nee, wir kriegen es hin. Eines Tages. Wir können noch nicht mal Bandsprung machen. Ich glaube, wir können gar nicht abbremsen. Wir sind halt von der Kanone gefeuert worden. Das finde ich ganz nice, dass die Kanonen jetzt ein bisschen mehr sind. Als wie zuvor. Einfach nur Warp-Möglichkeiten? Nein? So, auf wie? Nat, nat, nat. Komm schon! Ah, sehr gut. Nein! Die eine nicht bekommen! Warum denn nicht? Oh, sehr schade. Aber ich hatte es eigentlich fast komplett perfekt geschafft. Nun, was ist das für eine Welt? Frage ich mich auch ein bisschen. Ich werde jetzt mal den unteren Bildschirm einblenden, sodass ihr unten sehen könnt, dass es eine spezielle Welt ist. Also die sind hier sortiert nach 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und es gibt noch Weltpilz. Das bin ich doof.
hätte man schon durchnummerieren können. Bestimmt noch Weltstern. Und bestimmt hab's noch einige andere Überraschungen für uns parat. Gut, aber wir gehen zurück in die erste Welt. Und Leute, gebt einen Daumen hoch für dieses Let's Play, für 3DS Let's Plays. Und wenn ihr noch mehr davon sehen wollt und sehen wollt, wie es weitergeht in Welt 1.4, damit machen wir weiter im nächsten Part. Nicht verpassen, Daumen hoch, Leute. Bis dann und ciao.